Ja, das glaubt man gerade dort. Und da kann ich dir auch nicht sagen, hol diese große Pläne raus, dann war da hinten einer mit der Karre, der hat uns denn geführt. Man muss bedenken, das war so hoch Schnee. Ja? Und der Friedhof ist auch sehr groß. Auf jeden Fall, der wusste sofort, zack, 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 hat das auseinandergemacht. Und da war der blaue Grabstein, ein graublau von Klaus Müller. The Immortal Bunny Dots. So, dann sagt er, aber sagte dann Phil, ja, ich würde ihm aber auch gerne noch das Grab von Baby Dots zeigen. Das ist alles Schnee, ne? Ihr kennt ja auch die amerikanischen Friedhöfe. Das ist alles man sieht da ein paar Steine und so. Und dann sagt Baby Dots, ja, dann ging er 5 Schritte, 6 Schritte rechts, 3 Schritte links, der wischte dann mit dem Fuß und dann hatte er das unter dem Schnee, dann hat er solchen Stein. Ne? Er hat nichts Besonderes, da hat er nur so einen kleinen Stein, ja. Baby Dots. Also, aber kleine Tisklaus Müller, der war also offensichtlich ein paar Mal in Chicago und hat unter anderem auch mit dem Sohn von Johnny Dots Ja. gesprochen. Der ist Lawyer oder was heißt das, Anwalt. Und hat sehr viel über ihn erfahren, weil Klaus ja auch ein großer Anhänger von Johnny Dots ist. Und hat ihm dann auch diesen Stein gewidmet, Ja. diesen Grabstein.